Hallo Elektromike-Freunde. Heute möchte ich mit euch mal drüber reden, wie es wieder laufen sollte in Freizeitparks, was mir so speziell auch auffällt. Den meisten Fehler, was viele machen, ihr zahlt den Eintritt nicht, damit ihr im Park machen könnt, was ihr wollt oder für Attraktionen zum Fahren, sondern das Legoland ist wie alle anderen Parks auch ein Privatgelände und das heißt, ihr dürft euch während der Öffnungszeiten des Parks auf diesem Privatgelände aufhalten. Der Eintrittspreis ist keine Fahrkarte für Regeln zu brechen oder irgendwie Fotos zusätzlich zu machen in den Fahrgeschäften. Das gibt es in anderen Freizeitparks auch nicht und ich verstehe nicht, warum es bei uns halt einfach nicht funktioniert. Was mir bei uns im Legoland schon aufgefallen ist, dass die Hemmungen seit Corona ziemlich gefallen sind gegenüber Mitarbeitern und der Gast auch nicht mehr wirklich weiß, wie er sich verhalten soll. Er wird auch gegenüber Mitarbeitern laut und kommt auch persönlich nahe. Und der Mitarbeiter an den Fahrgeschäften kann zum Beispiel gar nichts dafür, weil bestimmte Regeln machen nicht wir Mitarbeiter, sondern das kommt von anderen Organisationen wie TÜV. Wir sind für eure Sicherheit, während ihr fahrt, im Fahrgeschäft zuständig. Und es gibt halt die Regeln und die Mindestgrößen. Bei jedem Fahrgeschäft sind die gut ersichtlich durch Tabellen und durch diese große Tafel, wo die ganzen Regeln draufstehen, die man auch beim Betreten der Attraktion mit eingeht. Das ist in anderen Freizeitparks nicht anders. Ihr geht die ganzen Regeln und die Mindestgrößen mit ein, wenn ihr das Fahrgeschäft betritt. Dann haltet euch doch auch an diese Regeln. Mindestgrößen. Wir Mitarbeiter dürfen nicht über die Mindestgrößen drüber schauen. Es gibt unterschiedliche Mindestgrößen, 80, 90, müsst ihr schauen vor den Fahrgeschäften. Wenn es eben heißt Mindestgröße 80 cm, dann ist es 80 cm und nicht 79, nicht 78. Und hört bitte wieder mal auf mit der Aussage, ja, gestern waren wir aber beim Arzt. Weil das hört man so oft, lasst es einfach mal wieder bleiben. Mindestgröße ist Mindestgröße und wenn nur ein Millimeter fehlt, darf ich das Kind nicht fahren lassen. Wir dürfen nicht drüber wegschauen. Wenn es zum Beispiel heißt, von 90 bis 1,30 Meter brauche ich einen Elternteil. Und der Elternteil ist nicht der kleinere oder das mittlere Geschwisterkind, sondern da brauche ich dann einen Erwachsenen dazu. Was auch seit 2023 ziemlich zugenommen hat, ist, dass jeder Gast meint, dass er beim Einsteigen bzw. beim Aussteigen oder auch während der Fahrt ständig mit seinem Handy rumtun muss. Nehmt euch mal ein Beispiel an den Mitarbeitern, die müssen da 8 Stunden, 9 Stunden dran stehen und dürfen das Handy nicht benutzen. Was würdet ihr sagen, wenn die Mitarbeiter jetzt vor euch stehen mit dem Handy und Desinteresse gegenüber euch zeigen würden und die ganze Zeit nur am Handy spielen würden oder ihre Fotos sortieren würden? Das würdet ihr auch nicht toll finden. Allen Attraktionen ist Handyverbot, steht aber auch vor jedem Fahrgeschäft. Ich muss sagen, ich war schon in einigen Freizeitparks unterwegs und da funktioniert es, ohne dass der Mitarbeiter was sagen muss. Wir sagen öfter am Tag ständig Durchsagen mit den Mindestgrößen, mit dem, was ihr anhaben müsst, mit dass Handys und Kameras verboten sind. Ich weiß nicht, warum es nicht mehr funktioniert. Warum kann man nicht für ein paar Minuten sein Handy einfach eingesteckt lassen, die Fahrt genießen? Wir sind in so einer schnellen Zeit jetzt drin, da wo man sowieso die ganze Zeit aufs Handy guckt. Warum bringt man das nicht fertig, das Handy für ein paar Minuten eingesteckt zu lassen und danach kann man ja wieder drauf schauen. Wir nehmen jetzt einfach mal ein Beispiel, das sich hart anhört, aber es ist wirklich so. Wenn ihr jetzt im Tretomobil unterwegs seid,
euch fällt das Handy runter. Das sind ja schon einige Meter, wo ihr da über dem Boden seid. Das Handy fällt jetzt ein Kind auf den Kopf. Man findet raus, es war euer Handy. Und das Kind braucht jetzt Notarzt. Es kommt, muss jetzt erstmal ärztlich versorgt werden. Und später kommt dann raus, dass das Kind durch diesen Handysturz eine Beeinträchtigung fürs Leben hat und in den Rollstuhl muss. Die Eltern machen Anzeige mit Schadensersatz. Dann habt ihr jahrelang für dieses Kind, und wenn es dann irgendwie auf die Summe von 1 Million kommt oder mehr, müsst ihr das Kind, bis es verstirbt irgendwann, müsst ihr dieses Kind zahlen. Und Legoland und Merlin Entertainment wird sich komplett raushalten aus dieser Sache, weil sie haben es ja von da draußen hingeschrieben und ihr habt das mit Absicht gemacht. Ich hoffe, dass da irgendwie wieder die Einsicht bei den Gästen auch kommt, dass es einfach nichts bringt mit den Handys während der Fahrt. Und auch wenn ihr in den Attraktionen seid und wir Mitarbeiter müssen die Attraktion schließen, weil ein Handy ins Wasser fällt, ob wir es wieder kriegen und ob es noch funktioniert, ist eine andere Sache. Aber wie gesagt, lasst doch einfach für die Fahrt das Handy eingesteckt und fertig. An der Safari-Tour. Da gibt es im Handbuch, und daran muss ich mich auch halten, den Satz, dass der Ausstiegsbereich frei von Gästen bleiben muss während Betrieb der Anlage. Jetzt haben wir ja erst mal so ein bisschen diesen Sturm in der Früh gehabt. Und da meinte halt ein türkischer Mitbürger, muss ich leider so sagen, sich nicht dran halten zu müssen. Es hat angefangen zu regnen und da ist halt auch kein Aufenthalt, während es regnet. Mein Fehler war, dass ich nicht gleich nach den letzten, die dann gerade noch so rausgekommen sind, gleich zugemacht habe, gebe ich zu, war mein Fehler. Da hat sich trotzdem keiner aufzuhalten. Und wenn mir, sage ich mal so, ein Mitbürger schon hergehen muss und mich anpflaumen muss, ganz ehrlich, in einem Freizeitpark, vor seinen Kindern vielleicht sogar noch, dann denke ich mir, was muss man da für ein Vater sein, wenn man da schon irgendwie ein bisschen Gewaltpotenzial zeigt gegenüber Mitarbeitern? Also ein bisschen mal wieder zurückschrauben, Leute. Die Mitarbeiter an den Fahrgeschäften haben euch immer noch Weisungsbefugnis, dem Personal Folge zu leisten. Die Mitfahrt kann auch verwehrt werden. Ich glaube, das ist so dem einen oder anderen nicht ganz klar mehr im Kopf. Man denkt, man hat den Eintrittspreis bezahlt und jetzt darf ich machen, was ich will im Park. Nein, das ist eben nicht so. Vordrängelbänder und so habe ich auch schon rausgelesen. Die Bänder, wo manche Gäste da haben, gelb und grün, wollt ihr ganz bestimmt nicht haben, weil das sind Gäste mit Einschränkungen. Ja, wenn man sich da ein bisschen informiert oder den Gast eventuell mal ganz nett fragt, vielleicht sagt er Auskunft, wenn es nicht gerade so ein Gast ist, der nicht möchte, dass darüber gesprochen wird, dann würde man wissen, worum man da spricht, auch in den Bewertungen, die man immer abgibt. Das sind keine Vordrängelbänder, das sind meistens Gäste, die nicht laufen können oder Rollstuhlfahrer, die einfach die großen Strecken nicht mehr gehen können, die im Rollstuhl daherkommen oder manchmal auch Kinder, die ja trotzdem eine Begleitperson brauchen. Und die kommen eben dann über diesen Expresspass-Eingang, weil das gleichzeitig Gäste mit Einschränkung und Expresspass ist. Und die dürfen dann natürlich fahren, sofern alles passt. Das checkt der Mitarbeiter, sofern alles passt, dürfen die einsteigen und mitfahren. Warum nicht? Die haben genauso die Berechtigung zum Fahren, also wie wir ganz normale Menschen. Bei jeder Attraktion versucht man jetzt beim Einsteigen Fotos zu machen. Warum? Warum behindert man in dem Moment den Mitarbeiter, der versucht, die Fahrgäste einsteigen zu lassen? Da muss man ständig die Mitarbeiter blockieren. Oder auch im Tempel merke ich es ganz oft, dass man jetzt aussteigt und seit Neuestem da hinten ständig auf den Nächsten wartet und ratscht. Kann man nicht einfach aussteigen und in Richtung Shop gehen und das Gespräch über die Punkte entweder draußen im Shop oder komplett draußen führen? Statt alles zu blockieren, weil im Tempel muss es einfach laufen. Da müssen die einen einsteigen, die anderen aussteigen. Das verzögert alles. Da ist genauso Handyverbot. Dann lass doch einfach das Handy drin beim Aussteigen. Es ist nicht erlaubt, ihr habt nicht mal das Recht am Bild. Ja, das ist weiterhin Legoland oder Merlin Entertainment hat die Rechte an den Sachen. Dann lass doch das Handy einfach drin. Weil einem kommt trotzdem irgendwann mal die Idee, auch wenn er zuerst sagt,
ja, ich möchte die Fotos nur privat nutzen, kommt dann irgendwann auf die Idee, das doch online zu stellen. Und dann habt ihr nicht die Rechte am Bild. Und ich sage es jetzt an der Stelle mal ganz ehrlich, wenn ich Merlin Entertainment wäre, würde ich gegen jedes Video, wo in YouTube aufgetaucht ist, wo nicht erlaubt ist, würde ich sogar denjenigen versuchen rauszufinden. IP-Adressen verfolgen gibt es ja heute alles schon. Und würde die Personen mindestens 30 Euro zahlen lassen. So würde ich das machen, wenn ich in dem Team drin wäre. Weil es geht halt einfach nicht. Von Moviepark oder anderen Parks, größeren Parks, gibt es keine Videos. Ich glaube, die meisten Videos, wo es auf YouTube gibt, sind von Legoland, weil die Gäste sich einfach nicht dran halten können, was draußen steht. Und wie gesagt, ihr geht die Regeln halt beim Betreten der Attraktion mit ein. Gehen wir mal so auf Sachen ein wie Expresspass. Der Expresspass ist eine digitale Möglichkeit, den zu kaufen. Und ihr müsst halt nicht in die Warteschlange. Er hat trotzdem noch eine digitale Wartezeit, weil viele dann auch in den Bewertungen schreiben, da kann man sich direkt vordrängeln. Nein, so ist auch nicht. Also er hat trotzdem noch eine Uhrzeit mit drin, die auch runterlaufen muss, auch bei den Expresspass-Gästen, die auch, sage ich mal, für den dann vielleicht für die oberste Kategorie Expresspass 80 Euro bezahlt haben. Die müssen dann trotzdem noch eine bestimmte Zeit abwarten, bevor sie sich dann bei mir anstellen können. Und wir Mitarbeiter am Fahrgeschäft können diesen nur abscannen. Wir können euch nichts über diesen Expresspass erzählen. Das muss entweder Heldenshop machen, Gästeservice, die was den auch damals in anderer Form ausgegeben haben, die können mehr Informationen darüber ausgeben. Wir am Fahrgeschäft können den nur abscannen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das sind die Anstellbereichsketten. Muss auch gerade große Mode sein, dass man die Anstellbereichsketten von selber öffnet, weil man einfach sich die Zeit nicht nimmt und rumläuft. Nein, man macht die Anstellbereichsketten auf und dann muss ich wieder bei TripAdvisor zum Beispiel lesen, ja, die Anstellschlangen sind so lang. Ja, habt ihr euch schon mal überlegt, dass ihr die Anstellschlangen selber vergrößert, wenn ihr die Anstellbereichsketten aufmacht? Wir machen die in der Früh extra zu, falls etwas mehr Gäste kommen oder so ein ganzer Schwung kommt gegen Mittag, machen wir extra die Ketten in der Früh zu. Und nur weil der ein oder andere keine Zeit mitbringt und ganz normal weiterlaufen kann und die Ketten aufmacht, natürlich sind dann die Warteschlangen länger. Weil ihr dann einfach nicht mehr weiterlauft, sondern weil ihr dann Abkürzungen benutzt. Was ich auch traurig finde, dass man heutzutage den Kindern nichts mehr beibringt, sondern man die Kinder einfach unten durchgehen lässt, durch Gatter gehen lässt. Man bringt denen nichts mehr wirklich bei. Wir an den Fahrgeschäften sind für eure Sicherheit zuständig, sind aber keine Kinderbremser. Was bringt den Mitarbeiter das, wenn ihr jetzt als Elternteil da hinten steht, das Kind ist aber schon vorgerannt, was soll der Mitarbeiter jetzt machen? Wir sind nicht für die Aufgabe da, eure Kinder abzubremsen oder abzuhalten, davon ins Fahrgeschäft reinzulaufen und wo vielleicht irgendwas passieren kann oder runterfällt oder sonst was. Dafür sind wir nicht zuständig. Wir sind zuständig für die sichere Fahrt, dass nichts passiert. Die meisten Sachen, wo irgendwo Not ausgedrückt werden muss, wird vom Gast verursacht. Es muss auch wieder diese Aufsichtspflicht muss wieder mehr in das Gedächtnis zurückgerufen werden. Das hat auch ganz schön nachgelassen. Ja, man lässt die Kinder halt einfach irgendwie springen, schaut nicht mehr auf die Kinder. Hatte auch schon einen Fall, bin ich halt auf das Kleinkind drauf eingegangen. Ist ja kein Problem. Hab dann einen Vorgesetzten geholt, der sich dann darum gekümmert hat, weil wir dürfen das Fahrgeschäft nicht verlassen. Und dann hat man versucht, den Elternteil wieder zu finden. Aber es ist halt einfach mir aufgefallen, es wird immer weniger, dass man halt auf die Kinder aufpasst. Also es gab schon mal die Erziehung, oder ich habe es auch genossen, dass man an der Hand genommen wurde. Und man ist dann nicht irgendwo einfach weggerannt und war dann irgendwo in dem Fahrgeschäft drin oder vielleicht sogar in dem Sicherheitsbereich von dem Fahrgeschäft einfach mal drin gestanden als kleines Kind. Das gab es nicht. Ein großer Appell wieder an die Eltern, ein bisschen mehr auf die Aufsichtspflicht zu geben, wo ihr Kind denn überhaupt gerade ist. Nicht einfach irgendwo springen lassen und Mitarbeiter müssen dann eventuell Notaus reinhauen, weil das Kind im schlimmsten Fall vielleicht irgendwo reingefallen ist. Also da sollte mal wieder ein bisschen mehr geweckt werden.
dass man da wieder auf die Kinder aufpasst. Und wenn ihr den Kindern was beibringen wollt, dann, wie man ganz normal läuft, weil es gibt so viele, die zeigen das eben trotzdem auch falsch, dass man unten drunter geht, und das bringt halt einfach diese Probleme mit. Man sollte auch hier und da mal an Mitarbeiter denken, die den ganzen Tag die Arbeit machen müssen, und wenn dann jeder einfach tut, was er will, da habt ihr nicht bezahlt dafür, ist einfach so. Was mir auch aufgefallen ist, dass auch oft im Park geraucht wird. Und erst musste ich auch einen an der Safari-Tour verwarnen. Der hat mitten im Ansteigbereich geraucht. Und Leute, sowas geht mal gar nicht. Ich habe es jetzt mal gezählt. Wir haben allein im Park 12 bis 13 Raucherzonen. Da haben manche andere weniger. Und im Parkplan sind die auch ersichtlich. Und vor dem Park sind auch noch mal einige. Also warum kann man das nicht so machen, dass man in die Raucherzonen geht zum Rauchen? Und im Anstellbereich, wo auch kleine Kinder sind, die nicht mal zu euch gehören, also wenn man im Anstellbereich raucht, da verstehe ich halt keinen Spaß mehr. Und die Fluppen müssen dann auch am Abend die Mitarbeiter wieder aufräumen, weil es soll ja am nächsten Tag für die nächsten Gäste wieder schön sein. Da sehe ich es halt dann auch nicht ein, dass ich für Gäste die Fluppen wegräumen muss, wenn wir Raucherzonen im Park haben. Und das sind einige. Und die sind nicht mal so arg weit voneinander entfernt. Parkpläne gibt es beim Gästeservice oder oben beim Feriendorf-Eingang. Da kann man sich ja wohl so einen Parkplan nehmen, und da sind die Raucherzonen oder Raucherinseln eingezeichnet. Dann kann man da hingehen zum Rauchen. Also ich persönlich kann es nicht mehr verstehen, wie Gäste so sein können und in Anstellbereichen, wo kleine Kinder sind, einfach zum Rauchen anfängt. Bei vielen Attraktionen, wie jetzt auch im Tempel, wurde das vor einem Jahr hingebaut. Finde ich auch irgendwie komisch, weil man hätte es nicht gebraucht, diesen Getränke-Refill-Kasten, weil wir müssen die Getränke sowieso im Tempel wieder abnehmen. Und auch so Essensstände wie Waffeln, so Richtung Schlachthoch. Beim Essen oder wenn ihr so große Eistüten mitbringt, esst doch ganz gemütlich draußen und kommt dann in die Attraktionen rein. Nur mal so ein kleines Beispiel. Fällt euer Eis jetzt im Anstellbereich runter, muss ich die Attraktion schließen. Parkservice muss erstmal das Ganze wegmachen. Ihr könnt nicht fahren, ich habe nichts zu tun in dem Moment. Ist für beide Seiten immer so eine Sache, wo halt wieder aufhält, wo eine Attraktion geschlossen werden muss. Auch, wie ich erlebt habe, eine Dame, die halt gemeint hat, dadurch, dass sie jetzt so viel Eintrittspreis und so bezahlt hat oder sich auch diesen Fotopass gekauft hat, darf sie in den Attraktionen Fotos machen. Nein, das ist auch nicht so. Der Fotopass hat nichts damit zu tun, dass ihr in den Attraktionen Fotos machen dürft. Wer sagt das? Das sind die Fotos, die man dann draußen kaufen kann. Das ist der Fotopass. Da könnt ihr euch die Fotos an den Fotostationen oder online dann eben mit QR-Code holen. Hat aber nichts damit zu tun, dass ihr irgendwie dafür bezahlt hättet, dass ihr in den Attraktionen Fotos machen dürft. Nein. Wir können auch über die Fotos nichts weitergeben. Wie ihr die runterladen müsst, wie ihr die bezahlen müsst, können wir nicht sagen. Das muss Pixolf machen. Das ist entweder bei der Dschungel zum Beispiel, könnt ihr da nachfragen. Oder im Tempel, wenn jemand da ist. Oder dann im neuen Bereich Mythica bei Maximus ist so eine riesengroße Fotobox. Die müssen das euch weitergeben. Wir können euch nur dahin den Weg zeigen. Mehr können wir als Mitarbeiter nicht machen. Was die genau kosten, wie, was, wo, was ihr da noch dazu nehmen könnt, wie das ausschaut mit Fotopass, das müssen diese Mitarbeiter von Pixolf machen. Die haben da die Erfahrung dazu. Das soll die gute Laune von euch nicht verderben, aber es ist einfach, man muss ein bisschen wieder auffahren und euch den Weg mal wieder zeigen, worauf es dann mal so richtig ankommt. Es ist schon das Gästeverhalten in eine falsche Richtung gegangen bis jetzt. Ich hoffe, dass es wieder in die richtige Richtung nach oben geht. Ein Mitarbeiter, der dann dasteht und mit euch schön
einen Tag genießen möchte und ihr alles mit Absicht macht, Handys rausholen, ständig irgendwo. Und wenn dann wirklich sowas reinfliegt, dann haben wir beide nichts davon. Kein Spaß, die anderen Leute müssen wieder warten, müssen dann, wenn wir eh schon 2 Stunden haben, zum Beispiel an einem Fahrgeschäft, Gäste mit Einschränkung, Expresspass und dann noch lange Wartezeiten und dann fliegt euer Handy rein, dann ist das natürlich eine tolle Sache. Es sollte mal wieder so sein, dass man wieder versteht, dass man auch bei bestimmten Preisen nicht das mitkauft. Ich bin dann ganz ehrlich auch mal gespannt, wenn es beim Kanu dann so ist, wenn die Eltern immer meinen, sie müssen ihre Kinder aus den Kanus rausreißen und es ist vielleicht mal Herbst und man rutscht auf so ein Blatt aus und fliegt dann mit dem Kind auf die Nase und das Kind hat dann vielleicht auch mal eine Einschränkung fürs Leben. Da muss der Elternteil auch selber dafür haften. Da kann er dann nicht hergehen und sagen, er möchte Schadensersatz, weil da auch dran steht, dass Kinder eigenständig sitzen müssen. Ich kann es irgendwo nicht ganz verstehen, warum man dann ständig Kinder rausreißen muss, wenn sie wissen, dass ihre Kinder über 2 Minuten nicht sitzen können, dann brauche ich mein Kind nicht da reinsetzen. Oder wenn ich weiß, dass mein Kind noch nicht sitzen kann, weil es noch zu hibbelig ist, dann brauche ich mein Kind auch nicht Kanu fahren lassen, wenn ich es dann rausreißen muss. Ist zum Beispiel so eine Sache. Oder was ich auch nicht verstehe, dass man Babys in den Jago Ride oder in den Tempel mit reinziehen muss. Die Kinder sind noch nicht mental und geistig in der Lage, sowas aufzufassen. Man muss aber die kleinen Babys schon irgendwo in die dunkelsten Sachen muss man die mit reinziehen. Ob die da danach verstört sind oder so, nicht, das ist dem Gast irgendwie egal. Oder es ist dem Elternteil auch egal. Ich hoffe, das waren jetzt mal Informationen. Kommt manchmal ein bisschen vielleicht kühl rüber, aber es muss mal wieder in die Köpfe von den Gästen rein. Ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Aufenthalt, wenn ihr euch dafür entscheidet. Informiert euch zuvor. Über das Ganze kann man sich online so viel informieren. Es ist immer noch nicht so wirklich angekommen, dass die Attraktionen auch 1 Stunde vor Parkschluss zumachen. Weil dann kommen immer noch so Fragen, ja, warum macht sie jetzt schon zu? Das steht drin. Das steht in der App und es steht auf der Hauptseite drauf. Man kann auch sehr viele Informationen aus dem Parkplan schon mal an Größen rausholen. Holt euch einfach diese Informationen und dann ist alles gut. Und dann seid ihr schon wieder ein bisschen mehr informierter als vielleicht der ein oder andere. Seid doch ein bisschen klüger. Wir sehen uns. Euer Elektro-Mike.